Brauchen wir gar nicht. Es ist ja nicht eins zu eins das gleiche. Oh. Exorzist, ich spüre eine restlose Seele oben im Turm. Apropos, da gibt es ein Pokémon Center, gehe ich zuerst hin. Aber ich muss sagen, das ist schon geil. Die Musik haben sie auch geremixt ein bisschen. Die ist schon geil gemacht. Also, das Spiel ist mega, gefällt mir super. Ich wünschte, ich hätte es gestern schon spielen können. Aber so hatte ich wenigstens einen fetten Framestream gehabt. Das war auch cool. Und es wird langsam Zeit, dass ich mir Hyperbälle kaufe, aber das mache ich nochmal ja auch später. Kaum bin ich in Prismania City, wird sowieso alles anders. Das ist mein persönliches Endgame schon. Ab da bastel ich mir nämlich dann mein Team zusammen. Ich habe ja schon mein Shiggy, mein Glurak, die wollte ich. Mein Shiggy Glurak, genau. Mein Shiggy Glumanda, die wollte ich sowieso haben. Für mein Team. Flamara weiß ich noch nicht, Blissara weiß ich auch noch nicht. Aber Vulpix. Vulpix, das Weiße, das will ich haben. Und dafür muss ich Prismania City erreichen. Das ist schade, dass das so lange dauert. Hey Ruby, Moment, was machst du hier? Sag nicht, dass da eines deiner Pokémon. Das ist alles in Ordnung? Puh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Aber weißt du, womit es mir noch besser gehen würde? Wenn du mir in einem Kampf zeigen würdest, dass deine Pokémon wirklich auch wirklich fit sind. Nicht fit, glaub mir, nicht fit. Aber Zeron, wenn du müde bist, kannst du auch schlafen gehen. Ich hab nichts dagegen. Das Pokémon-Team ist ja auch gut. Reit! Ihr darf sein Pikachu weiterentwickeln und ich muss die ganze Zeit mit einem Evoli kämpfen! Ich zeig dir das Raichu. Kein tolles Pokémon ist. Wir sind gleiches Level. Mein Evoli ist stärker. Ich habe das Gefühl, mein Evoli ist ein weiterentwickeltes Wesen. So stark wie der ist. Alter, der hat mit Kopfnuss. Los, Natsu. Das war eine Spezialverteidigung aus dem Spiel. Ich glaube, ich lasse die ganze Zeit meinen Evoli kämpfen. Geht schneller. Er macht kein Schlafpuder, wenn einer meiner Pokémon schon schläft. Ach, scheiße, das ist. Nein.
Kannst du mal aufhören, meine Pokémon einzuschläfern? Danke. Ja, brenne! RIP, Natsu, schon wieder. Ich hab doch Tabuga. Ich find's so gut, nicht mehr darauf zu achten, ein VM-Opfer drin zu haben. Und das wird's auch wahrscheinlich nie mehr geben. So. Verflixt, ich habe in der Hitze des Gefechts Tragosso aus den Augen verloren. Hast du schon mal ein Tragosso gesehen? Man erkennt sie an dem Schädel, den sie auf dem Kopf tragen. Das Tragosso eben hat so ausgesehen, als hätte es irgendwas gesucht. Vielleicht finde ich es ein paar Stockwerk weiter oben. Was willst du? Hast du Angst? Ach, wie cool ist das denn? Im Hintergrund sieht man nämlich den einen Trainer da stehen. Na komm, einmal bist du gestreichelt. Das muss aber reichen für erstmal. Ach, unterwegs gibt's einen Heiler. Sind die? Hey, Tragosso! Da neben uns ist doch da die Heilerin, oder? Ist das neben zu sehen? Was ist das? Gespenst! Ah! Verlasse diesen Ort! Verlasse diesen Ort! Ich fand das in Pokémon Origins so geil. Ich find's nur schade, dass die keinen richtigen Anime rausgemacht haben, weil es hatte Potenzial. Tragosso sieht unheimlich traurig aus, als sie die Treppe hinunterstapft. Oh Gott. Ich habe nicht mehr auf die Augen von der geachtet. Oh nein! Es ist ein Geist! Wir können da nicht mehr so... Ich habe eine Idee! Nein, nicht Toxin! Super! Ich habe vergessen, ich bin ja vergiftet.
Jawohl, saug ihn alles aus. So kann ich mich auch heilen. Die drei Attacken sind so geil. Ich werde auch keine davon mehr austauschen. Jetzt muss ich aber mein Gift heilen. Nach diesem Kampf. Aua! Aber Gift tut mir weh. Ach komm. Saugt zwar nicht mehr viel, aber ein bisschen. Warum hast du das nicht vorhin gemacht? Was? Ich werde jetzt wohl aus meinem Körper betrieben. Getrieben, ja. Schön. Nach! Ja, okay. Ich versuche den so gut es geht auszuweichen. Na, wir haben auch schon wieder 1 Uhr. Ich sag noch, bis Blitzmania kommen wir heute noch. Warum darfst du eigentlich anfangen? Warum bist du so schnell? Und warum one-hittest du denn nicht? Wie heißt es so schön? Pünktlich um 2? Ich habe mir aber halt jetzt das Ziel gesetzt. Weil ich will auf jeden Fall... Ich gehe dann auf jeden Fall noch nicht wirklich ins Bett. Aber dann habe ich nur ein bisschen danach und noch heute Morgen was zu tun, was ich so privat machen kann. Das Grinden und so. Und warum vergiftest du mich schon wieder? Bist du des Wahnsinns? Du hast das Gespenst vertrieben. Dreht die sich? Hätte ich mir denken können. Wow. Wow. Einfach nur wow. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Wow.
Nein, nein, okay, wir müssen ihm wirklich ausweichen. Ach, die können mir ja nichts mehr. Die sind ja schon auf. Ja, komm, dann schnapp ich mir den Pokéball. Oh, das sind wie Buhus! Schlimm! Ich muss gegen die kämpfen. Einer von uns! Was? Wir haben das magische Level 30 erreicht. Oh Mann! Ach, einen Kampf muss ich so oder so bestreiten. Obwohl die eine drehte sich doch, oder? Ach, egal. Die hat drei Pokémon, das heißt, wir kommen mal gut durch. Das sei denn, es ist ein Apollo. Oh, die sind doch trotzdem so ein hohes Level. Nein, ach, leck mich doch. Egal. Macht mir nichts. Bin ich halt vergiftet. Aber was ich wirklich gut an dem Spiel finde und cool, dass man Pokémon immer mit sich rumbringt. Alle Pokémon, die man hat. Und das würde ich mir halt wünschen für auch die aktuellste, also auch für die Hauptreihe. Ich will nicht eine Box aufsuchen. Und wenn, dann soll es die Switch-Box sein. Dass man die Pokémon einfach in der Switch irgendwo lagert. Ich hoffe, dass Pokémon Box auch für die Switch kommt. Nächstes Jahr am besten. Aber ich glaube nicht, dass Let's Go zusammen, dass man die Pokémon von da aus die Next Gen tun kann. Aber mir würde reichen, wenn ich die halt von meinem Handheld, von meinem DS rüber zur Switch irgendwie holen könnte. Für das nächste Spiel. Weil ich hab einen Logok aus der GBA-Generation. Und konnte auch damals immer wieder eine Edition weiter die Pokémon rüber transferieren.
Was habe ich immer wieder gemacht? Ist halt aktuell. Ach komm. Ich kann nicht allen ausweichen, das geht nicht. Aber dann haben wir wenigstens ein paar Kämpfe. Solange es keine Gengar sind, ja, genau. Oh, das. Oh. Aber was ich ja so krass finde. Oh Gott, wir sind tot. Wir sind tot. Wir landen wieder am Anfang. Verpiss dich! Verpiss dich! Oh Gott! Not. Ruby Rose zittert vor Angst, traut sich keinen Schritt weiter. Bin ich umsonst jetzt hier? Ich bin umsonst hier! Wow. Oh nein. Ist die Karte. Wir müssen noch nicht erst dahin, um dann dahin zu kommen, oder? Gab's nicht eine Unterführung? Ja, ich weiß. Nee, warte. Ich versuch mal hier den Weg. Tatsache! Da kommen wir auf Befehl von Giovanni extra nach Lavandia und dann von diesem alten Knacker Fuji weit und breit keine Spur. Der einzige Ort, hinter dem wir noch nicht nachgesehen haben, ist die Spitze des Pokémon-Turms, oder? Genau, aber auch nur, weil uns dieses seltsame Gespenst den Weg versperrt hat. Den alten konnten wir zwar nicht finden, aber wie sieht's ab? Wie es aussieht, kommen wir wenigstens noch nicht mit leeren Händen zum Boss zurück. Schnappen wir uns einfach dieses Tragosso und liefern es im Versteck ab.
glänzende Ideen, James.